Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Es geht wieder weiter in einer neuen spannenden Runde. Aktuell, ups, Gott, sind wir hier im Felsturm, im Stone Temple, genau. Und gucken mal, ob wir hier irgendwas erreichen können mit unseren derzeitigen, mit unserer derzeitigen Ausrüstung. Hier könnte man theoretisch schon mal einfach reinballern. Wir haben ja Lichtpfeile, wir haben ein paar Bomben. Wir kicken mal, was wir so erreichen können. So, dieser Rubin. Wäre der gerandomized? Oder ist der gerandomized? Warum sollte ich hier diesen Block wegmachen sollen? Die Mucke, ey. Was war das für Musik? Okay, ansonsten ist hier nicht viel los erstmal. Kann auch sein, dass ich hier auch erst wieder etwas umdrehen muss, bevor hier überhaupt viel passiert. Hier ist allgemein noch nicht so viel los, ne? Alles kopfüber gedreht. Der Schalter da ist auch andersrum. Da hätten wir eine Schatzkiste, aber... Ich gehe mal davon aus. Was ist denn, wenn ich den hier mache? Da komme ich auch nicht hin. Na, guck mal, hier. Oh, kannst du mich hier hochschmeißen? Komm schon. Ja, geil. Hä, voll gut. Voll gut von dem Vieh. Let's go, rein da. So, eine Schatzkiste. Mit wunderschöner Milch. In Ocarina of Time. Okay, da kann ich auch den Block entfernen. Aber was bringt mir das? Ist das auch eher, wenn ich dann alles umgedreht habe später? Ich meine, ich habe hier einen Schalter. Den kann ich auch so aktivieren, oder? Aha. Ah, da erscheint da auch nochmal eine No-Name-Schatzkiste. Leider. Ansonsten sind wir hier, glaube ich, schon wieder durch in dem Raum. Da nochmal ein bisschen Mana und Pfeile und Herzen. Sehr gut. Aber hier komme ich jetzt auch nicht einfach wieder hoch, oder wie? Na gut, die Schatzkiste ist jetzt eher unspektakulär für uns. Na gut, dann gehen wir erstmal weiter. So, da haben wir noch einen Schalter, wie gesagt. Den können wir aber nicht aktivieren von hier aus. Das ist eine Schatzkiste. Hier irgendwie wäre eine Schatzkiste, aber irgendwie ist sie gerade nicht da. Hier muss auch erst wieder alles umgedreht sein. Und da können wir mit dem Schlüssel rein. Da kam er her. So, was haben wir hier unten? Hier unten können wir bestimmt irgendwie... Keine Fee? Keine Fee? Ist ja traurig. Können die Feen in den Gegnern drin sein? Wie ist denn das? Auch nicht, ne? Ist nicht so viel los hier. So, ein Schalterchen. Okay, da können wir eine Schatzkiste fürs... Ist auch einfach nur eine normale Schatzkiste. Also eigentlich nicht lohnenswert, sich da jetzt nochmal... Ja, die Mühe zu machen, ne? Da nochmal was abzuholen, aber... Guck mal, hier ist hier vielleicht irgendwie eine Fee drin. Haben wir überhaupt schon eine Fee gefunden? Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir überhaupt schon eine Fee gefunden haben einmal. Okay. Aber hier ist erstmal nichts weiter los. So, hier könnten wir mit dem Lichtschild arbeiten oder halt so hier. Normalerweise haben wir an der Stelle ja, glaube ich, den Lichtpfeil noch nicht. Okay, hier haben wir schon mal einen Schlüssel. Schlüssel ist immer gut für... Oh, einfach hier noch ein kleiner Schlüssel drin. Ne? Ja, den können wir auch abschließen. Wir können den Dungeon jetzt abschließen, Leute. Hey, wie geil ist das denn? Ist natürlich scheiße, dass du hier jetzt den vierten Schlüssel findest, aber dann können wir den dann schon auch abschließen. Ich freue mich. Guck mal, da oben ist auch noch ein Auge. Vielleicht kriegen wir da auch noch eine Schatzkiste raus. So, zack. Reicht das? Ja. Wunderbar. Oh, ja, jetzt müssen wir auf jeden Fall nochmal herkommen. Ah, Manu. Ich will das haben.
Okay, wir können jetzt hier weitergehen. Was sagt denn die Map dazu? Ich sehe mich gar nicht auf der Map. Aber da gehe ich zurück an der Stelle, oder? Ja, hier gehe ich zurück in den Hauptraum. Das heißt, wir gehen erstmal hier lang. Wir machen erstmal alles, was wir ohne machen können, oder? Ach du Kacke. Hier ist ja was los. Warum kann ich den Spiegel angucken? Kann ich den wegspringen? Ich hab gar keine Erinnerung mehr. Der ist different. Okay, pass auf. Hier muss ich mit dem Gron arbeiten auf jeden Fall. Das sehe ich schon. Zack. Und dann holen wir hier erstmal das Licht runter. So, da können wir hier bestimmt ein paar Schatzkisten erscheinen lassen. Wir gehen mal den offiziellen Weg, ja? Warte mal, was ist das? Ist einfach nur ein Hinweis wegen Licht, oder wie? Ich wollte gerade sagen, funktioniert ja gar nicht. Okay, da ist die erste Schatzkiste mit einer Fee hier drin. Wow. Ob wir hier auch nochmal rein müssen? Wo kommt ihr denn alle her? Jo. Kommt ein Monster, wenn ich falsch liege? Scheinbar passiert gar nichts. Ah, okay, ich muss das so aufladen, ne? So ganz komisch. Ja, okay. Das muss ich aber nicht machen, glaube ich. Weil ich kann halt auch einfach mit dem Lichtpfeil schießen, ne? Das geht ja auch. Das muss ich, glaube ich, so nicht machen. So. Zack. Und einen Schluck Kaffee, Leute. Kaffee muss mit. Ja. Na toll. Den habe ich jetzt nicht erwartet. Aber, was kriegen wir hier Schönes? Ah, okay, cool. Ja, da kann man sich zumindest mal ein Item mitholen. Alles klar. So, und das hier können wir jetzt auch einfach noch mit dem Lichtpfeil aufmachen. Theoretisch kannst du das auch einfach mit dem Lichtschild lösen. Aber warum soll ich mir das alles umständlicher machen, ne? Dann sind wir hier, glaube ich, auch durch in dem Raum. Aber... keine Fee. Du. Alter. Was ein Explosionsradius. Ah ja. Okay, Schatzkiste. Ba. Ah, guck mal. Ganz viele random Sachen. Okay, wir haben ein Skulptura-Symbol, ein Herzteil. Geld, noch eine Fee. Und da liegt ja noch eine Fee. Sehr geil. Gefällt mir. Das gefällt mir. So, die Frage ist jetzt, muss ich glaube ich zurück, ne? Aua. Ist hier doch irgendwas, bevor ich jetzt nochmal zurückgehe? Das ist nur ein fetter Schalter. Den muss ich, glaube ich... da muss ich mich, glaube ich, beeilen, ne? Wenn ich jetzt hier drauf gehe, muss ich ganz schnell den Schalter drücken. Oder? Ja. Das war ein bisschen komisch hier, glaube ich. Ich glaube, da ist die Zeit dafür sehr, sehr, sehr gering. Und dafür, glaube ich, auch wieder, oder? Ich glaube, das ist hier ein ziemliches Zeitrace. So. Was war das für Musik? Ich meine, die Schatzkiste ist wahrscheinlich eh nicht wichtig.
Aber ich würde es ja schon gerne alle mitnehmen. Einfach aus Prinzip. Leute, ich will ja nicht die blöde Maske haben. Die Feenmaske. Ich würde mich so freuen. Ach du Scheiße. Hä, wie soll ich das denn schaffen? Das war ja absoluter Müll, was ich gerade gemacht habe. Nee, 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 nee. Das war ja kacke. Aber hey, wir können den Dungeon abschließen. Und damit haben wir dann Majora's Mask komplett, ne? Also wir könnten dann Majora's Mask komplett tieren, theoretisch. Wir müssten in der Lage sein, das dann durchspielen zu können. So, warte mal. Kann ich da so reinhüpfen? Ja. Ich glaube, so muss ich es auch machen. Anders geht es nicht. Boah, das ist ja auch so schon saumäßig knapp. Hä? Ist das so scheiße, Leute? Echt? Ich habe gar keine Erinnerung mehr dran. Und jetzt runterfallen. Gut. Aber dann hätten wir das jetzt auch. Sehr schön. Und wir kriegen noch einen Fisch im Glas. Wahnsinn. Hey, da freut man sich doch. Hier ist ein Battle. Wer war das? Yo! Der Garo-Typ. Ich weiß gar nicht mehr, wie der ging. Der greift irgendwie an, ne? Genau. Was war das denn? Hä, ist das normal, dass der so komische Spielbewegungen macht? Kann ich das abwehren? Okay, das war's schon. Tschüss. Und da gibt's auch diesen komischen Vampir, ne? Ciao. Di-di-di-di-da-di-da. Geil, eine Schatzkiste. Okay, Skulltula. Also ich weiß halt nicht. Wir können uns, glaube ich, von dem verabschieden, dass wir alle Skulltulas hier in Majora's Mask finden werden. Ich hoffe halt, dass da nicht irgendein Item dabei ist, was ich unbedingt benötige. Das da drüben sieht auch interessant aus. Ja, aber da muss ich auch erstmal hinkommen, da drüben. Schaffe ich das mit dem Jump? Möglich. Mach erstmal so. Okay. Das war Nummer 4 jetzt, ne? Und ich habe, glaube ich, auch gerade ein Minus-Symbol Rubin eingesackt. So, so komme ich jetzt, glaube ich, hier nicht rüber. Komme ich hier nochmal hoch irgendwie? Okay, sau viele Herzchen. Habe ich hier ein Enterhaken-Symbol? Ja. Komme ich da hoch mit? Irgendwie muss ich hier wieder hochkommen. Na, so nicht. So, der Enterhaken von Majora's Mask, der ist schon ziemlich lang. Muss man halt sagen. Kann ich den... Okay, ich habe seine Maske echt runterreißen. Nicht dein Ernst. Nicht dein scheiß Ernst. Ach Mann. Im Stone Tower Tempel gibt es ja nicht irgendwie sowas, ne? Wo ich jetzt nach dem Tempel noch irgendwie irgendwo hin muss, oder? Also irgendwelche Mini-Quests, die triggern, wenn man den Stone Tower Tempel schafft. So. Tschüss, Kumpel. Ich muss hier eh nochmal runter. Schon wieder minus Rubin. Sehr ärgerlich. Aber wir haben eine weitere Fee. Jetzt sind wir bei 5, glaube ich. Sehr, sehr, sehr gut. So, 1, 2, 3, 5. Und dann sind wir auch mit dem Raum hier fertig erstmal. Ich glaube, mehr können wir nicht machen, oder? Warte mal. Vielleicht irre ich mich auch. Bin ich auch nochmal runtergejumpt. Weil da ist ja noch was drin. Da ist noch ein Schalter drin. Aber kann ich den aktivieren von hier? Vielleicht von da drüben, oder? Guck mal, von hier aus ist es irgendwie möglich, glaube ich, da rein zu bolzen. Aber ich glaube, da muss der Raum umgedreht sein.
Da kann man hier noch eine Schatzkiste erscheinen lassen. Bin mir nicht sicher, ob das hier funktioniert. Wir können höchstens mal eine Bombe legen und gucken, ob was passiert. Aber sieht für mich eher jetzt nicht so aus. Warte, ich versuche mal. Hier irgendwie so eine Bombe hinzulegen. Oh Gott, 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 Gott. Ich glaube, das ist eher für, ich drehe den Raum nochmal um. Ich probiere es mal zweimal random. Oh, tatsächlich. Schalter geht zu aktivieren, aber... Nee, ist richtig rum. Tatsächlich, jetzt springe ich da nochmal runter, ne? Okay. Aber ich hätte jetzt gedacht, echt, ich muss den Raum erst umdrehen. Oder beziehungsweise den ganzen Dungeon umdrehen, bevor ich da rankomme. Hat sich auch echt gelohnt, ne? Mann, wie viele Schatzkisten es hier einfach gibt, die überhaupt nicht lohnen. So, aber hey, wir haben schon ordentlich was erreicht. Ich meine, wir haben den Schlüssel bekommen, womit wir den Dungeon durchspielen können. Und eine Maske haben wir bekommen. Das sind für mich schon mal zwei wertvolle Dinge. So, und jetzt geht's weiter hier. Hätten wir jetzt an der Stelle schon einen Lichtfall? Echt? Die kann man nur mit dem Lichtfall besiegen, oder? Boah, kosten die Mana, ey. Und noch eine Schatzkiste. Ist cool, die Symbol, okay. Na dann, rein damit. Okay. Ja, wir bekommen gerade noch mal ein bisschen was. Ja, hier gibt es irgendwie noch einen. Da muss ich aber, glaube ich, erst den Raum umdrehen. Okay, was haben wir hier? Jetzt sind wir wieder hier angekommen. Haben wir jetzt alles erforscht? Ich glaube, wir müssten theoretisch jetzt noch mal bei einer Schatzkiste zurückkehren. Das haben wir schon aktiviert. Ich bräuchte mal noch ein bisschen Mana. Trink erstmal ein Stück Kaffee, Leute. Geh weg. Sehr gut. Ja, das muss man dem lassen. Also hier kriegt man genug Mana auf jeden Fall. So, das wäre der Raum, da wären wir jetzt von der anderen Seite durchgekommen, ne? Genau. Also wir haben jetzt, glaube ich, einmal den kompletten Dungeon gesehen. Ich würde jetzt mal kurz rüber in den anderen Raum laufen, wo wir die eine Schatzkiste gesehen haben. Und dann können wir das Ding umdrehen, denke ich. Dann können wir da nochmal gucken. Muss ich jetzt alles nochmal machen? Wie war denn das hier? Ja, ich muss echt nochmal alles neu machen. Was ist nervig? Nee, wegen der einen Schatzkiste mache ich das jetzt nicht, oder? Oder? Was meint denn ihr? Das ist schon sehr nervig. Na ja, komm, wir machen es mal schnell. Ich glaube, danach müssen wir es wenigstens nicht nochmal machen. So, ich habe gerade den Song nicht mehr im Kopf. Wartet mal. Ich schreibe mir mal kurz auf. Rechts, links, rechts, runter, rechts, hoch und links. So. Ja, es geht ja schnell. Es geht ja doch schnell. So. Auch wenn ich das irgendwie... Ja, ich finde es nervig, oder? Wie findet denn ihr diesen Abschnitt? Ich finde diesen Abschnitt nervig. Auch der Aufstieg zum Felsenturm, den finde ich doch eher lästig. In vielerlei Hinsicht. So, da kam... Da war auch nichts weiter, ne? Wir müssen jetzt hier lang. Genau, das war jetzt hier die eine Schatzkiste, die wir uns doch sneaken wollten. So, auch wenn da nichts drin ist, aber wir haben sie geholt. Und ich glaube, alles andere ist für, ich drehe mal das Ding um. I guess. Können wir mal kurz hier runter gucken? Bam, bam. Aber hier unten war, glaube ich, ne, hier war... Okay, hier sind auch noch viele Schatzkisten, aber... Ich glaube, die sind auch alle dann für, ich drehe das Ding erstmal um.
bin mir zumindest unschlüssig. Weil da sollen sehr viele Schatzkisten sein. Hier. Boah, ist aber auch dunkel, ne? Ah, da oben steht auch keine Schatzkiste. Es muss alles... Oder guck mal, kann ich mich da... da kann ich mich vielleicht reinziehen. Warte mal. Ja, okay. Ich krieg wenigstens noch eine Schatzkiste. Gut, dass ich mir die noch geholt habe, bevor ich das Ding umgedreht habe. Sonst wäre es, glaube ich, doof geworden. So, und jetzt muss hier aber noch irgendwie eine Schatzkiste sein oder entstehen. Ich weiß nicht, ob hier... Es sind noch viele Schatzkisten hier, finde ich. Kann ich euch irgendwie boxen? Ah, guck mal. Vielleicht kriege ich noch was, wenn ich euch auch umboxe. Erstmal kriege ich Krabbelminen. So, vielleicht kriege ich ja noch ein Item. Yes! Cool. Freue ich mich. Seta, hat sich doch nochmal gelohnt, hierher zu kommen. Ansonsten hätte ich das alles verpasst. So, Nummer 7 ist das jetzt schon. Na, ob wir noch 8 kriegen? Das ist die Frage. Es ist so dunkel hier, ne? Dieser Kontrast mit der Lava ist mega grässlich. Ja, die letzte Schatzkiste hoffe ich kriege ich dann, wenn das hier umgedreht ist. Gut, dann gehen wir wieder raus, würde ich sagen. Drehen das ganze Ding um. Das machen wir in der nächsten Folge. Ah, jetzt ist hier wieder zu. Och, Menno. Euer Ernst? Ah, ist das stressig. Jetzt muss ich hier wieder raus, oder wie? Ja, da habe ich dann noch einen Schalter. Hier ist irgendwie auch eine Schatzkiste. Hier sind noch ganz viele. Da muss ich irgendwie durchplumpsen. Boah, das wird noch mega stressig, glaube ich. Ja, das wird noch stressig. Okay. Aber hier müssten wir jetzt wieder rauskommen. In den Hauptraum erstmal. Genau. Gut, Leute, dann würde ich sagen, ich beende mal die Folge für heute. Und im nächsten Part, dann drehen wir mal das ganze Ding um. Ich hoffe gar sehr, dass wir es nur einmal machen müssen. So, reicht der hier? Nö. Der ist es nicht. Ich hoffe, das reicht. So. Zack. Gut, Leute, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Und im nächsten Part drehen wir das gute Stück um. Tschüssi.